Wedels Roland ist nicht zu übersehen. Seit Jahrhunderten steht er auf seinem Sockel auf dem Altwedler Markt. Kunst im öffentlichen Raum. Aber sonst? Können wir Kunst auch anderswo in Wedel finden? Fragen wir die Stadtarchivarin. Vor einer Fahrschule ist eine Skulptur Wedeler Ochsenmarkt von Egon Lissow gemacht, ein recht bekannter Bildhauer aus Wedel. Schritte weiter auf der anderen Seite des Marktes ein Denkmal von Siegfried Aßmann. Das zeigt einen möwenfütternden Knaben. Und ein völliges Schattendasein führte eben das Mahnmal Deutscher Osten am Hans-Böckler Platz. Das ist von von einem Duo hin erstellt worden, Fritz Döring und Hans Twesten, und zwar zum Tag der Heimat im Jahr 1952 ist es dorthin gestellt worden. Und mittlerweile ist das Ganze mehr oder weniger vom Efeu zugewuchert. Ja, die nächste oft auf den Nachbrand des singenden Klosterschülers von Ernst Bahler. Deswegen fehlt eben leider fehlt eine Tafel oder ein Hinweis darauf, dass dieses Werk von Ernst Bahler gemacht werden. Mit bloßem Auge bei meinem Besuch unauffindbar war das letzte Kunstwerk, was ich hier noch vorstellen möchte. Das ist das Kunstwerk von Hermann Steher, das nennen sich Vögel. Und nach langem Suchen entdeckten wir mit der Gruppe, als wir uns das angeschaut haben, nämlich da drunter, unter dem ganzen Efeu, tatsächlich noch das Original. Ja, Kunst im öffentlichen Raum. Die gibt es in Wedel, aber wir könnten noch viel mehr draus machen. Es kann noch viel schöner werden.